Liebe Schwestern und Brüder, zu Beginn dieser Fastenzeit darf ich Sie und euch ganz herzlich grüßen und ich möchte mit einer Frage beginnen. Wie geht es dir mit der Fastenzeit? Fastenzeit ist ja nicht unbedingt das, was wir uns am allermeisten wünschen. Fastenzeit hat zu tun vielleicht mit, es wird unbequemer, es gibt Einschränkungen, man darf dieses und jenes nicht mehr. Eigentlich hätten wir den moralischen Anspruch, dass wir mit dem Essen kürzer treten und etwas ganz Konkretes tun. Fastenzeit ist nicht unbedingt das, was wir am liebsten haben im Leben. Wenn wir jedoch den geistlichen Aspekt der Fastenzeit sehen, dann könnte sich dieses Bild etwas ändern. Denn es geht um eine Zeit, wo wir näher kommen dürfen, näher zu Gott kommen dürfen, wo diese Einladung ganz besonders da ist, komm näher zu mir. Wenn wir den Aschermittwoch begehen, dann haben wir ein Evangelium, wo es in dreifacher Hinsicht darum geht, wenn du fastest, wenn du betest und wenn du Almosen gibst. Und immer wird gesagt, lass es nicht vor dir herposaunen. Geh in deine Kammer zum Beten. Erzähl niemand davon. Mach kein trübseliges Gesicht, wenn du fastest. Und das bedeutet, wofür das Ganze dann? Für die anderen? Weil man es so tut, weil es so der Brauch ist und weil es andere so erwarten? Hand aufs Herz, erwarten tut heute niemand mehr wirklich etwas. Was wird schon noch erwartet in religiöser Hinsicht? Und von daher tun auch viele nicht mehr viel. Es sei denn, sie machen eine Schlankheitskur oder so etwas. Aber das ist nicht Fastenzeit. Nicht geistliche Fastenzeit. Also es geht um Gott und um dich. Wenn Jesus sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer, dann geht es darum, lebe Intimität mit Gott. Lebe Intimität mit Jesus. Lebe mit ihm eine Freundschaft, wo es Zeichen gibt, Zeichen, die dir etwas sagen und die deine Freundschaft mit Gott besiegeln. Und dieses Zeichen kann das Fasten sein, kann ein Verzicht sein, kann sein, dass du Almosen gibst, dass du eine gute Spende gibst für einen wohltätigen Zweck. Fasten ist in der Hinsicht ein Qualitätssprung in der Beziehung zu Gott. Liebe Brüder und Schwestern, wir lassen uns am Aschermittwoch das Zeichen der Vergänglichkeit, das Aschenkreuz, auf die Stirn malen. Und der Priester spricht dabei in einer von zwei möglichen Formeln, bedenke, o Mensch, dass du Staub bist und zum Staub kehrst du zurück. Wenn Sie in der letzten Zeit bei einem Begräbnis waren, als Priester tue ich das öfter und ich habe auch vor kurzem meine eigene Mutter begraben müssen. Viele von euch, die meinen Videokanal ansehen, wissen das, dass ich immer wieder auch für sie gebetet habe. Sie durfte am 4. Februar zum Herrn nach Hause gehen und bei einem Begräbnis, da wird dieser Satz gesagt, von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Wenn du am Aschermittwoch das Aschenkreuz bekommst, dann wird sozusagen ein Teil des Begräbnisritus an dir durchgeführt. Und du kommst freiwillig nach vorne, um das mit dir machen zu lassen.
Bist du dir dessen bewusst? Am Aschermittwoch sind wir sehr realistisch und wir nehmen in den Blick, dass wir ein Ablaufdatum in dieser Welt haben, dass wir endlich in dieser Welt sind. Und was heißt das? Dass wir wieder darüber nachdenken, wie gehe ich mit den zeitlichen Dingen um, die mir in dieser Zeit gegeben sind, für die ich oft genug dankbar sein kann, dass ich sie habe. Ein gutes Essen, ein gutes Haus, gute Kleidung, einen guten Urlaub, ein Auto, Geld auf dem Sparbuch. Aber alles das, und selbst wenn ich weitergehe und Werte nenne wie Gesundheit, Freundschaften, Beziehungen, Ehe. Alles ist vergänglich. Alles hat ein Ablaufdatum in dieser Welt. Und lasse ich zu, nehme ich ernst, dass das so ist. Und in dem Ganzen, was sich anfühlt und anhört, ja, das ist so, nehme ich diese Fastenzeit, um einzuüben, Jesus, du bist mein ganzes Glück und nicht das Essen und nicht das, was es sonst noch alles gibt, was ich immer selbstverständlich habe. Das ist Fastenzeit. Und dafür setze ich vielleicht ein konkretes Zeichen. Ein Zeichen mag das Aschenkreuz sein, das ich aufs Haupt gestreut bekomme. Ein anderes Zeichen kann sein, dass ich konkret sage, ich möchte auch mit dem Essen ein Zeichen setzen, dass ich etwas nicht esse in dieser Zeit, was ich sonst esse, um zu zeigen, nicht das ist mein ganzes Glück, sondern du, Jesus, bist mein ganzes Glück. Die Fastenzeit hat Jesus selber zum Vorbild, der 40 Tage in die Wüste geht, und dieses Evangelium hören wir am ersten Fastensonntag. Er wird dort in der Wüste versucht, aber er sagt immer, Gott ist mein ganzes Glück, nicht der Reichtum, den der Teufel ihm anbietet, nicht der Zirkus, den er machen könnte, um sich von der Zinne des Tempels zu stürzen, nicht das Brot, denn der Teufel fordert ihn auf, aus Steinen Brot zu machen. Wir hören das zwar in diesem Jahr nicht, weil das im Markus-Evangelium nicht so detailliert berichtet wird, aber das sind diese Versuchungen. Und dann heißt es so schön in diesem diesjährigen Evangelium nach Markus, und Engel dienten ihm. Du hast einen Schutzengel, oder? Was macht er mit dir? Erstens, er beschützt dich. Das ist wunderbar. Und vielleicht könntest du Geschichten erzählen von deinem Schutzengel, aber dein Engel will dir immer wieder die Ausrichtung auch geben und dir zeigen, wohin der Weg geht, nämlich ins Vaterhaus. Heim zum Vater geht dein Lebensweg. Du bist nicht für diese Welt gemacht. Du bist für etwas viel Besseres gemacht. Liebe Brüder und Schwestern, die Fastenzeit soll auch den Aspekt haben, Ordnung zu schaffen. Wenn wir im Frühjahr vielleicht unsere Wohnung putzen oder wir bekommen neue Möbel, dann müssen wir die alten Möbel wegpacken. Wenn wir im Regal einen Platz für etwas Neues suchen, dann müssen wir eventuell entrümpeln. Und damit ist die Fastenzeit auch immer wieder die Aufforderung zur geistlichen Entrümpelung. Was schleppst du alles mit? Was tust du alles? Was versperrt dir alles den Blick auf Gott? Was drängt sich auf in deinem Leben? Was wird so wichtig und so vordergründig, dass Gott anscheinend keinen Platz mehr hat oder nur noch ganz wenig Platz hat? Was sitzt in deinem Herzen auf dem Thron? Gott oder so vieles andere?
Die Fastenzeit ist die Einladung, dass Gott wieder auf den Thron kommt. Und das andere in einer guten Ordnung darum herum. Aber Gott auf dem Thron, weil er ist dein Leben. Er ist der Einzige, der dich über die Schwelle des Todes führen kann. Nichts anderes wirst du mitnehmen. Gott ist dein ganzes Glück. Wenn du sagen kannst, ja, das ist so, dann gratuliere ich dir. Wenn du sagst, oh, da bin ich noch nicht, ist vielleicht nicht schlimm. Aber geh einen Schritt weiter in dieser Fastenzeit. Geh einen Schritt weiter. Und vertrau ihm, vertrau dem Herrn, dass er dich glücklich machen kann und dass du eigentlich gar nicht viel mehr brauchst, außer das, was du wirklich zum Leben brauchst. Lieber Bruder, liebe Schwester, in dieser Fastenzeit hast du die Chance, die uns angeboten wird von der Kirche. Wir nennen die Fastenzeit auch die heiligen 40 Tage. Heilig, weil du wieder zur Heiligkeit finden kannst und dem, der heilig ist, neu begegnen kannst. Es sind die heiligen 40 Tage, weil sie besondere 40 Tage sind, die für dich und Gott ganz besonders vorgesehen sind. Zur geistlichen Erneuerung, zur Frühjahrskur für die Seele, zum Osterputz deines Herzens, dass Gott wieder auf dem Thron sitzt und als Mittel zur Versöhnung mit der Tatsache, dass du in dieser Welt ein Ablaufdatum hast, dass du endlich bist. Bei meiner eigenen Mutter habe ich das jetzt wieder durchbuchstabiert. Wir sind endlich. Ich gönne ihr die ewige Seligkeit. Und doch denke ich mit Traurigkeit und Melancholie an frühere Zeiten vor ihrer 11-jährigen Krankheit, wo ich sie hatte und wo sie zu meinem Leben gehörte und das jetzt nicht mehr so ist, endgültig in dieser Welt. Liebe Brüder und Schwestern, wir alle haben diesen Weg zu gehen. Und damit ist Versöhnung mit unserer Endlichkeit ein ganz wichtiges Thema, weil Gott in Jesus Christus den Tod besiegt hat und wir in seinen Tod und seine Auferstehung hineingetauft sind. Bedenke, o Mensch, du bist Staub und zum Staub kehrst du zurück. Ich darf euch segnen. Vater im Himmel, ich danke dir für alle Brüder und Schwestern, die dieses Video sehen. Ich danke dir, dass du sie liebst. Ich danke dir, dass sie Schritte gehen wollen, Schritte auf dich zu. Und ich bitte dich, segne diese Schritte. Segne ihre Herzen und sei bei ihnen in allen Fragen, Ängsten und Sorgen. Stärke sie mit der Kraft des Heiligen Geistes. Schenke ihnen Heil, Heilung, Vergebung und Frieden. Gib ihnen den Mut und auch die Tatkraft zu einer guten Osterbeichte, um wirklich diese Versöhnung, dieses Fest der Versöhnung mit dir zu feiern. Stärke sie in allen Schwachheiten und heile sie von aller Traurigkeit und allem Zweifel. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine gesegnete Fastenzeit darf ich euch allen wünschen und ich darf ankündigen, dass am vierten Fastensonntag, vierter Fastensonntag, der Sonntag Letare, der Freudensonntag, aus unserer Pfarrkirche in Radstadt im Servus TV, das ist ein österreichischer Sender für unsere deutschen Freunde, die Sonntagsmesse um 9 Uhr übertragen wird. Nochmals eine gesegnete Fastenzeit.